Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf Christina LP bei Christinas Welt 2.0. Wir bauen jetzt noch heute, versuchen wir auf jeden Fall 2 Etagen hochzuziehen, die Windmühle, die wir angefangen hatten. Und dann kommt nur noch das Rad drauf und dann sind wir eigentlich schon fertig mit der Windmühle. Und wie ihr seht, wir hatten ja erst, wie soll ich das erklären, wir hatten erst normales Eichenholz verwendet für die für das Gerüst, also für diese Stelzen hier. Das habe ich aber jetzt in eurer Abwesenheit alles auf Schwarzeichenholz abgeändert. Sprich, das hier habe ich alles was dunkler gemacht, weil das passt einfach viel besser, weil wir auch den Balkon aus dem dunklen Eichenholz haben und das sieht einfach viel besser aus, als wenn da jetzt dieses normale Eichenholz als Stelze da ist. Sieht eigentlich viel altmodischer aus, deswegen habe ich das geändert und damit das für euch nicht so lästig ist, weil ich halt viel Holz hacken war. Und zwar da hinten, da habe ich auch wieder ein Bäumchen nachgepflanzt, weil es einfach viel zu lang gedauert hätte, habe ich das einfach jetzt mal so gemacht in eurer Abwesenheit. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse, aber es wäre wirklich langweilig geworden. Und dann würde ich sagen, bauen wir einfach mal weiter. Und zwar kommt hier jetzt noch eine Etage drauf. Blup. Blup. Jetzt habe ich mich hier schon wieder verbaut, weil... nämlich Türen rein. Ich hoffe, ich klatsche nicht hier runter. So. Und jetzt. So. Und diesmal ist es so. So. Wie ihr seht, habe ich auch noch direkt hier ein bisschen was Rad gelassen. Diesmal ist es so, dass wir, letztes Mal haben wir hier unten 2 Steine gemacht. Diesmal ist es so, dass wir oben 2 Reihen machen. Einfach damit es sieht später besser aus. So. 2. Genau. 2 Reihen. Es nimmt Gestalt an. Ich freue mich, wenn die fertig ist und wenn wir wirklich gucken können, wie die von außen aussieht. So, den Boden baue ich später rein. Wenn wir fallen, dann fahren wir richtig. Habe ich mir gedacht, Mann, ist doch nicht. So. Jetzt kommt hier oben nämlich ein schöner Rand drauf. Und jetzt bauen wir nämlich eine Etage aus Holz. Sprich in der Formation hier. Boah, wenn ich hier runterfalle, das wird eine Katastrophe. So. Eine Runde Holz. Fenster. Genau. So. da haben wir doch noch Holz. So. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. So, jetzt geht uns das Eichenholz schon wieder leer. Mist. Gut, da muss ich jetzt aber noch was holen. Aber ihr könnt schon mal. Zu sehen. Haben wir noch Leitern? 2 auch nur noch. Dass wir hier zumindest annähernd heil runterkommen ein bisschen. So.
machen wir uns direkt noch mal ein paar Leitern. Oh, ein bisschen viele gemacht. Mist. Ja, egal. Leitern können wir ja hier genug gebrauchen. So. Das esse ich jetzt erstmal auf. Jetzt packen wir nämlich die Leitern hier. Wo sind wir denn hier? Oh Gott, ich muss auf jeden Fall hier erstmal den Boden rein. Weil wir bauen erstmal den Boden rein. Und zwar auch aus Half Steps. Und zwar wollte ich jetzt mal gucken, sind das die dunklen oder haben wir da das Eichenholz verwendet? Das sind die dunklen, okay. Dann machen wir das hier nämlich auch mal zu. Oder sollen wir da Ganze nehmen? Weißt du was, wir nehmen da Ganze. Logischerweise das nicht. Dann sieht der Raum so groß aus. Deswegen bevorzuge ich jetzt mal die Ganzen hier. Weg damit. Wenn wir fallen, dann fallen wir auch nicht so tief. So. Da schon mal die nächste Etage drauf. Weiß ich irgendwie. Finde ich, dass wir hier innen sogar den Boden ausfüllen sollten. Weil ich finde das mit den Fenstern auf der Höhe schöner irgendwie. Die lassen wir da in der Ecke. So finde ich das schöner. Kann man viel schöner rausgucken, als wenn da jetzt doppelt. Von außen soll das halt so aussehen, dass da diese zwei Etagen sind. Und oben machen wir das später mit dem Dach so, damit es nicht so hoch ist. Aber so finde ich den Raum eigentlich viel schöner. Jetzt können wir mal oben gucken. Da können wir eigentlich auch direkt schon mal zumachen. Und hier wollten wir jetzt das doppelte Dach nehmen, ne? Hatte ich ja gerade gesagt. So. Haben wir noch? Haben wir noch? Haben wir auch nicht mehr. Dann würde ich sagen, endet das jetzt wieder in einer Farmaktion. Oder wir gucken nochmal hier unten, ob wir unten noch was drin haben. Weil da haben wir auch eigentlich recht viel reingepackt. Eiche, Eiche, Eiche. Ist alles dieses normale Eichenholz jetzt, ne? Das nehmen wir mal mit rüber. Ernten können wir auch schon wieder. Das ist super. So. Stöcke können wir auch hier lassen. Da oben hatten wir auch nichts mehr. Da mache ich mir jetzt mal ein bisschen Werkzeug noch. Und zwar machen wir uns direkt zwei, weil die gehen so schnell leer. Dann würde ich sagen, gehen wir noch mal in den schönen Eichenwald da hinten. Im Dunkeln. Nee, natürlich nicht. Gehen wir erstmal schlafen. So, erstmal schlafen. Eingetippt. Ja, z, z, z. So. Guck, jetzt sieht man, dass das viel schöner zu dem anderen Holz einfach passt, als das helle. So, den Baum da können wir abpflanzen. Den habe ich nämlich letztens gepflanzt. Eigentlich hat Shahinta noch einen gepflanzt. Ah, der ist auch schon groß geworden. Super. Hier ist nämlich super. Ich habe hier, immer wenn ich abpflanze, pflanze ich immer vier Setzlinge nebeneinander, damit das diese fetten Bäume werden. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich, weil ich jetzt wieder vorspule.
So, und da sind wir auch wieder. Fleißig abgebaut. Hier ist jemand gestorben. Und jetzt nehmen wir mal hier die ganzen Äpfel, brauchen wir jetzt nicht mitnehmen, die wir eingesammelt haben. Gehen wir nämlich direkt wieder hoch, dass wir noch was schaffen. Hier hatten wir noch keine. Werkbank drin, deswegen gehen wir jetzt mal hier. Wir haben jetzt mal genug, dass wir eins komplett da drin umwandeln können. Ich hoffe mal, wir hatten genug. Denke ich aber schon. Doch. Wir hatten ja 3 Sticks gefarmt gerade schnell. Aber das geht echt schnell, wenn man eine Eisenaxt hat und da diese fetten Bäume absetzt, dann geht das super schnell. So, genau, einmal so. Und jetzt wollte ich ja hier einen doppelten reinmachen. Kein dreifachen, nein. Weil, damit alles immer so ungefähr gleich ist. Ja. So, so, so. Sehr schön, es gefällt mir. So, dann kommen wir hier oben, bauen wir das noch schnell fertig und dann war es das auch schon. Das können wir mal nach oben packen, die brauchen wir jetzt auch nicht, Leitern brauchen wir auch nicht, wir brauchen das und das, genau. So, genau, hier kam Holz hin, ne? Hier auch nochmal Holz, auch nochmal Holz, 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 Holz. Baumstamm, 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 Baumstamm. So. Und dann würde ich sagen, in der nächsten Folge ist es endlich soweit, dass wir das Windrad hier endlich draufsetzen können. Dann haben wir erstmal genug Etagen. Ich meine, ich könnte jetzt noch ewig weiterbauen, aber irgendwann, wenn es zu hoch wird, sieht es auch einfach nicht mehr schön aus. Aber so 3 Etagen sind auf jeden Fall ein Muss, finde ich. Und hier kommen auch diesmal keine Half-Steps rein, sondern Zäune. Davon habe ich aber jetzt nicht genug mit. Na, war ja klar. Ja, hier war auch keine Werkbank. Nehmen wir doch mal die, ne? So, Zäune. Zäune, Zäune, Zäune. 3, 4 reicht. So, ich habe auch schon die Ofenkartoffeln eingepackt. Die kommen jetzt langsamer. Bei uns ist das Fleisch langsam zugrunde gegangen, aber ist ja nicht so, dass wir verhungern. Wir haben ja noch so viel Zeug. So, hier kommen diese Zäune rein als Fenster. Jetzt gucken wir mal, wie das von draußen aussieht. Und zwar gucken wir das nicht einfach so, sondern... So natürlich nicht. Wir gehen jetzt auf unser Häuschen hier rauf. Perfekt. Also finde ich es eigentlich schon ganz cool. Man sieht halt diese Etagen und hier werde ich später halt auch noch einen kleinen Kranz drum machen, weil es ist ja überall so, dass auf jeder Etage zumindest so ein kleiner Kranz dran ist. Und dann kommt hier später noch die letzte Etage mit der mit den riesen Windrädern. Das wird ein bisschen schwer werden, weil ich ja halt, ja, ich bin halt in der Luft, ne? Dafür denke ich mal, nehme ich ganz viel Erde mit, damit ich mich da hin und her bauen kann. Und dann würde ich sagen, in der nächsten Folge werden wir erstmal hier das Zeug ernten, damit wir Jolly Jumper endlich mal hier das... Beet, wollte ich jetzt sagen, das Gehege zu Ende bauen können. Und als nächstes Projekt wurde mir vorgeschlagen, für die lieben Hündchen eine Hundehütte zu bauen. Also wenn wir die Windmühle fertig haben, können wir ja hier oder da eine schöne Hundehütte bauen. Beziehungsweise, ja, bis wir hier wirklich alle Tiere reinfüllen können, will ich erstmal alle Böden fertig haben. Das heißt, ich will hier alles aus Heu haben und dafür dauert es halt erstmal, dass wir hier das Ganze ernten müssen. Und
wenn ich den ganzen Boden da fertig gemacht habe, werde ich dann auch die Tiere einfangen und alles. Aber in der Zwischenzeit kann man ja trotzdem dann, guck mal, wir haben jetzt in der Zwischenzeit eine ganze Windmühle gebaut. Und in der Zwischenzeit kann man halt dann auch zum Beispiel die Hundehütte schon mal anfangen. Und ja, wir machen das schon. Und dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da, abonniert mich und dann bis morgen. Ciao!